verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ibuprofen habe ich zu mir genommen wie Tic Tacs. Ich lasse mich nicht mehr operieren. Immer das Risiko von inneren Verletzungen, Organverletzungen und ich werde sowieso ohne Nachsorge entlassen. Man lässt mich allein. Diese Panikattacken, während ich wieder einmal auf den Notarzt wartete, wird es so lange dauern wie beim letzten Mal? Wird es wieder genauso schlimm? Dann diese Erleichterung, als ich meine Diagnose endlich erhielt. Ich bilde mir das nicht alles ein. Ich bin nicht wehleidig. Es ist nicht meine Psyche. Nein, ich habe eine ernsthafte Krankheit. Diese Zitate und weitere habe ich von Betroffenen gehört. Und es gibt viele Betroffene. Über 2 Millionen Frauen in Deutschland leiden an dieser Krankheit, der Endometriose. Viele Betroffene wissen aber gar nichts von ihrer Krankheit und denken, dass diese Schmerzen normal sind. Dabei handelt es sich hier um eine chronische Erkrankung, bei der sich Gewebe außerhalb der Gebärmutter ansiedelt. Und dieses Gewebe kann sich auf die umliegenden Organe ausbreiten, führt zu erheblichen Schmerzen, Unfruchtbarkeit und ganz anderen zusätzlichen schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Was viele nicht wissen, bei 40-60% aller ungewollt kinderlosen Frauen steckt eine Endometriose dahinter. Endometriose ist somit nicht eine normale Menstruationsbeschwerde, sondern eine wirklich ernsthafte Erkrankung, die das Leben der Betroffenen stark beeinträchtigt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir zu einem gemeinsamen Antrag hier heute gefunden haben und wir für Schleswig-Holstein eine Strategie fordern, die die Situation der Betroffenen endlich verbessern kann. Frankreich ist bei diesem Thema übrigens schon weiter als wir. Auch NRW hat sich auf den Weg gemacht. Dort wurde bereits im letzten Jahr ein nationaler Plan in Frankreich zum Kampf gegen diese Krankheit vorgestellt. Und um die Situation der Frauen, die an Endometriose leiden, zu verbessern, brauchen wir bessere Maßnahmen, aber auch in erster Linie mehr Forschung. Die Bundesregierung stellt in diesem Jahr erstmals Geld für die Forschung zur Verfügung. Und das begrüße ich wirklich ausdrücklich. Denn es kann nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert so wenig über diese Krankheit wissen, die doch so viele Frauen betrifft. Die Forschung zu einer so verbreiteten Krankheit müssen wir deshalb unbedingt weiter ausbauen. Um die Auswirkungen auf die Lebensqualität der betroffenen Frauen zu minimieren, ist es aber auch maßgeblich, dass diese Krankheit frühzeitig erkannt wird. Und umso erschreckender ist es doch, dass die Diagnose dieser weit verbreiteten Krankheit durchschnittlich 7,5 Jahre dauert. Und warum ist das so? Weil dies nur diagnostiziert werden kann mit einer Operation unter Vollnarkose. Und das wissen die wenigsten. Ich kann nicht einfach hingehen und sage, ich habe Endometriose und ich bekomme dann Schmerzmittel, die verschreibungspflichtig sind. So geht das leider nicht. Die Frauen müssen sich erst einer OP unterziehen. Und ein Grund für die viel zu lange Zeit bis zur Diagnose ist, dass es in Deutschland vor allem an spezialisierter Versorgung mangelt. Unser Ziel muss es also sein, die Zeit bis zur Diagnose deutlich zu verkürzen. Es gibt tatsächlich Gynäkologen, die von dieser Krankheit noch nichts gehört haben und auch nicht in der Lage sind, dort einfach anzuschieben, dass Frauen sich einer Diagnostik unterziehen. Durch einen verstärkten Ausbau der Versorgung können wir für die Betroffenen nicht nur eine schnellere Diagnose, sondern natürlich auch eine bessere und vor allem schnellere Behandlung der Symptome bieten. Und ich spreche bewusst von Symptomen, denn Heilung ist hier leider aktuell noch nicht möglich. Zusätzlich brauchen wir mehr Fachkräfte, die über Erfahrung verfügen, um eine genaue Diagnose zu stellen und eine angemessene Behandlung auch zu gewährleisten. Und ich erwähnte es bereits, dass eine Diagnose mit einer OP verbunden ist. Die Kosten für die Diagnose und Behandlung von Endometriose können sehr hoch sein. Und die wird vielfach von den Betroffenen selbst getragen. Deswegen kann die Einführung einer angemessenen Kostenübernahme durch die Krankenkasse und die Erstattung von medizinischen Leistungen einen großen Unterschied im Leben der Betroffenen machen. Aber seien wir ehrlich, nur mit genügend ärztlicher Versorgung ist es bei Endometriose nicht getan. Wir müssen das Bewusstsein für diese Krankheit in der Gesellschaft erhöhen. Und viele Frauen leiden still vor sich hin, da die Krankheit oft nicht erkannt, gekannt oder auch nicht ernst genommen wird. Und dafür brauchen wir eine gezielte Aufklärungskampagne. Und es gibt diese Materialien, die kosten noch nicht mal etwas. Die Gesellschaften und die Selbsthilfegruppen bieten alles an. Es kann in die Schulen ausgelegt werden, es kann in die Fachkräfte. Und als ich auch fragte, was braucht ihr am dringendsten? Aufklärung.
Bewusstsein, dass man uns ernst nimmt. Also die sprechen gar nicht überwiegend jetzt erstmal über die medikamentöse Behandlung oder sonstiges, ist natürlich auch wichtig, aber erstmal ernst genommen werden und dass diese Krankheit ankommt bei den Menschen. Auch die mit Endometriose verwandte Krankheit, die Adenomyose, muss bei den Maßnahmen natürlich mit berücksichtigt werden. Und ich erwähnte es, die Endometriose-Vereinigung und andere Selbsthilfegruppen leisten hier bereits fantastische Arbeit. Die Betroffenen können sich hier austauschen und deshalb sollte eine landesweite Strategie auch den Punkten des Forderungskatalogs der Endometriose-Vereinigung folgen. Und jede Frau, die davon leidet, glaube ich, sollten wir einer Meinung sein, hat ein Recht auf angemessene Diagnose, Behandlung und Unterstützung und ernst genommen zu werden. Und ich glaube, es ist überfällig und wichtig, dass wir heute dieses Thema hier angehen. Und ich glaube, damit machen wir auch einen guten Aufschlag. Und ich denke, wir werden da gut zusammenarbeiten. Und es wird Zeit, dass wir diesen Frauen helfen. Und ich danke für die Unterstützung zu unserem Antrag.